Sommerlich und frühlingshaft war Mittwochabend die Stimmung in der Wiener Siemens City. Das lag natürlich auch am Stargast der Siemens Academy of Life, Professor Paul Lendwey. Urgestein des österreichischen Journalismus und auch mit 86 Jahren noch immer der Osteuropa-Experte des Landes. Dabei hing das Leben des Budapester Juden mehrmals am seidenen Faden. Nur eine waghalsige Flucht rettete ihn vor dem KZ und im kommunistischen Nachkriegsungarn saß er als politischer Häftling monatelang im Gefängnis. In der Nachbetrachtung muss man doch sagen, wäre Stalin, sagen wir mal, ein, zwei Jahre später gestorben, würden wir wahrscheinlich so nicht hier sitzen. Mit meiner ersten Frau habe ich sie verlassen, weil hat sich herausgestellt, dass während ich im Gefängnis war, sie hat jemanden getroffen. Und damals hat man einen allgemeinen jemanden, der verhaftet wurde, als politisch, moralisch und physisch toten Menschen betrachtet. Der verhaftet wurde, wird entweder nie wieder kommen oder nach vielen Jahren. Aber wie Sie richtig gesagt haben, Josef Vissarionowitsch Stalin Dank, konnte ich doch früher zurückkommen und das führte auch zum Ende meiner Ehe. Diesen feinen Humor hat Paul Lendwey auch nicht verloren, als er trotz seiner Flucht nach Österreich jahrzehntelang im Visier der osteuropäischen Geheimdienste blieb, oft mit ungeahnten Folgen für andere Menschen. Ich war immer in Rumänien und meine Mutter hat Freundinnen gehabt, die aus Siebenbürgen stammten und ich habe eine Kleinigkeit mitgenommen und habe jemanden übergeben. Und dann wurde ihr Mann im Gefängnis gefragt, was hat er mit mir zu tun, mit diesen gefährlichen westlichen Journalisten. Und das ist noch heute so bei autoritären Regime und Diktaturen. Da muss man nicht Kommunist sein, sondern eine Diktatur haben, dass die Journalisten verdächtig sind. Und deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass man darüber berichten muss. Man darf nicht für vermeintliche Vorteile gewisse Prinzipien, Pressefreiheit, Medienfreiheit opfern. Und das gilt für alle. Das gilt auch für uns in Österreich. Kräftiger Applaus, der mehr als 400 Besucher beweist, dass der Kolumnist internationaler Qualitätszeitungen und langjähriger Fernseh- und Radiochefredakteur damit einen Nerv getroffen hat. Und nicht nur damit. Die Erfahrungen, die er gemacht hat über sein Leben lang, die Niederlagen, auch teilweise, wie er von Mitmenschen behandelt worden ist, sei es jetzt von der Stasi, sei es auch im Gefängnis, dass er einfach gerade mit seinem Leben davongekommen ist und trotzdem nie verbittert war oder zumindest den Eindruck nicht erweckt, das finde ich schon bewundernswert. Also auch dieses, ich halte ihn für einen der intellektuellsten Menschen, die wir haben, das Verstehen von Zusammenhängen, von Hintergründen, immer ein bisschen über den Tellerrand schauen, finde ich bewundernswert. Also ich glaube, von ihm können wir vieles lernen. Genau das ist auch der tiefere Sinn der Siemens Academy of Life, dem Erfahrungsschatz erfolgreicher Zeitgenossen Nützliches für das eigene Berufsleben abzugewinnen. Und wie definiert der Starjournalist sein Erfolgsrezept? Dass man offen sein muss, dass man nichts verheimlichen muss, dass man die Schwächen auch zugeben muss, dass man vielleicht Humor haben muss, wenn man die Welt und die eigene Geschichte anschaut. Und das Allerwichtigste, niemals aufgeben. Ist diese Botschaft bei den Members der Academy of Life angekommen? Ganz spannend war im Prinzip der Eindruck, dass man jederzeit positiv nach vorne blicken muss und oder soll und das Positive suchen soll, obwohl man relativ harte und schlimme Ereignisse in der Vergangenheit erleben musste. Und ich denke, dieser Anstoß wird mich noch weiterhin begleiten. Ich finde es sehr beeindruckend, wie in welchen kurzen Zeitabständen er die gewissen Dinge geschafft hat. Sprache lernen, Kontakte knüpfen, Länder wechseln und diese Dinge. Ich stamme aus einer Familie, die auch flüchten musste. Und da diesen Connex zu hören, auch von jemandem, der es halt sehr weit gebracht hat, das fand ich sehr spannend, den Weg weiterzugehen, aufgrund seiner Geschichte, aufgrund der Widrigkeiten, die ihnen auch widerfahren sind, das Ganze immer noch mit einem
ja, Lachen hinzunehmen. Beeindruckt war man nicht nur im Publikum. Auch die Idee hinter der Siemens Academy of Life erntet dickes Lob. Ich finde, das ist großartig, weil das ist die beste Methode, wenn man nicht aus Büchern oder vom Papier lernt, sondern mit jemandem spricht, der keine Interessen, keine Ideologie, keine politische Gruppen vertritt und vielleicht deshalb glaubwürdig ist.